Weiter geht's mit einer neuen Folge Far Cry 6. Freut mich natürlich, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir müssen jetzt zum Dr. Diabolo, denn wir haben unsere Aufgaben gemeistert. Machetenkill haben wir gemacht und mit dem Wingsuit 20 Sekunden in der Luft oder mit dem Fallschirm hätten wir auch erledigt. Jetzt müssen wir zur letzten Aufgabe. Mal gucken, was uns da erwartet. Ja, und natürlich auch ein Dankeschön an die letzten Bewertungen auf das Video. Freut mich natürlich sehr. Und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da, falls euch das Ganze hier gefällt. Jetzt schweben wir hier schnell zur Mission. Und mal gucken, über den Fallschirm jetzt ziehen, nicht, dass ich da wieder aufklatsche und dann wieder tot bin. Passiert mir gerne mal öfter. Und hier ist Dr. Diabolo. Mein Lieblingspatient ist hallo. Gratulation, Danny. Sie haben ein alternatives 5,5-Schritte-Therapieprogramm abgeschlossen. Aber ich habe nur 5 Schritte gemacht. Der halbe Schritt war, wieder zu mir zurückzukommen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich mich nicht wirklich anders fühle. Falsch! Ihre Chakren sind jetzt frei und Ihre Aura hat den Farbton eines Amethysts. Das sind fantastische Neuigkeiten. Oh ja, aber es gibt einen Haken. Ah, und welchen? Sie müssen den mörderischen Zustand aufrechterhalten, sonst könnten Sie die katastrophalen Auswirkungen einer posttraumatischen Belastungsstörung zu spüren bekommen. Was? Das ist furchtbar. Sie, das ist es auch. Hören Sie nie auf zu töten, Danny. Hören Sie nie auf. Na gut, ich behalte es im Kopf. Kommen Sie bald wieder. Ich würde gerne ein anderes Programm ausprobieren, das ich galaktische Urintherapie nenne. Warum probieren Sie es nicht an sich selbst und sagen mir dann einfach, wie es war? Okay. Iranische Geschichte abgeschlossen. Schocktherapie ist hiermit erledigt. Und ich glaube, ich bin jetzt auch wirklich geschockt für mein Leben. Hier ist noch so eine Urne, die nehmen wir dann mit. Wir sind denn ja eh da. Und als nächstes. Ja, was machen wir jetzt? Ist die kurze Frage Level 7. Gut, machen wir. Würde ich sagen. Das hier, oder? Der ist da hinten. Wir müssen also hier hin. Hier haben wir noch gar nichts freigeschaltet. Das bedeutet, dass wir, würde ich sagen, hier können wir nicht abspringen. Da können wir auch nicht abspringen, weil wir noch angeblich im Kampf sind. Wir sind doch aber gar nicht im Kampf. Also, warte mal. Ich würde, wie gesagt, jetzt hier gerne mal abspringen. Ah, jetzt geht's. Gut, machen wir diese Mission. Liegt dir auf der Hand. So, einmal kurz gucken, welche Richtung gucken wir. Wir gucken schon in die richtige. Perfekt. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall nicht ganz nach da hinten, aber so weit wie es geht. Und den Rest nehmen wir dann mit dem Pferd oder so. Mal gucken. Ich versuche jetzt mal hier auf diesem Gebäude da zu landen. Das müsste ja irgendwie gehen, oder? Okay, let's go. Bisschen Schwung. Ich glaube, das haben wir noch nicht freigeschaltet, ne? Hier sind irgendwelche Störsender aktiv. Oder mein Spiel hakt schon wieder. Das habe ich in letzter Zeit nicht ein bisschen häufig. Dass diese Grafik wieder auftreten. Ich weiß nicht, ob es im Spiel so ist oder sein soll. Ah, hier ist ein Pferd. Darf ich das bitte haben? Hallo? Oh, oh. Ich bringe es heil zurück. Oh, danke, Lady. Hey. Es gibt keine Gesetze mehr. Es gibt keine Gesetze mehr. Nee. Und das stimmt. Merkt man ja auch gerade in unserem Land. Aber das ist ein anderes Thema. So. Dann reiten wir mal da ganz hin. Und gucken, was uns da erwartet. Mit dem Bicho. Bicho oder Bicho sollen wir uns treffen. Jetzt die Frage hier oben. Ich glaube, wir reiten hier oben längs, ne? Gut. Warte mal. Den Fluss vielleicht längs. Ich habe keine Ahnung. Aber das sollte ja so funktionieren. Ja. Nee, hier kann ich nicht links. Das Pferd bäumt sich hier auf. Ach ja. Das ist halt.
wieder koordiniertes Reiten, ne? Habe ich mich jetzt hier völlig... Ey, es kann doch nicht sein, oder? Es kann doch nicht sein. Jetzt komme ich hier auch nicht längs. Habe ich jetzt wirklich den falschen Weg genommen? Ne, ich komme unten, glaube ich, längs, ne? Yes, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Gott. Ist es eigentlich feindlich? Ja, ne, ich glaube nicht. Das gehört zu uns, ne? Yes, ich glaube schon. So. Beecher, steigen wir mal ab. Beecher. Gut. Was haben wir hier? Metall? Lesen. Beecher. 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 Der beste Guerriero der Welt. Oh, da bist du ja. Was haben wir hier noch? Meine Schatzsuche. Beecher. Was hast du für uns, Dickerchen? Alter, sieht der hässlich aus. Also nehmen wir das Radio, um Libertad eine Stimme zu geben. Aber ja, das uralte Netz macht mir einen Strich durch die Rechnung. Das ist von, was weiß ich, 1993. Diese roten Antennenturmdinger in der Gegend senden das Signal, aber die meisten sind defekt oder zeigen in die falsche Richtung. Ich habe alles markiert, was repariert werden muss. Reparierst und drehst du sie? Für uns. Habe ich dir je gesagt, dass ich dich liebe, Danny? Nee, hast du mir nicht gesagt, aber jetzt weiß ich zu schätzen, Kumpel. Oh, was haben wir denn da gefunden? Alter, das sieht geil aus. Das probiere ich mal für die Asphalt. Oh, wir haben auch neue Hose, sehe ich gerade. Handgelenk. Das ist eine 2. Wir nehmen mal. Und hier hätten wir auch noch mal was. Kopfbedeckung. Okay. Ja, für was nehme ich das jetzt? Raketenwerfer ist halt schon richtig, richtig nice, weil... Was ist denn das für ein Gewehr? Eine IHA. Macht weniger Schaden, ist aber genauer. Vielleicht doch. Für den Raketenwerfer, ich weiß es nicht. Ja, komm. Was ist das? Ein M16-Gewehr? Das macht halt weniger Schaden, ne? Wollen wir die jetzt mal austesten? Ja, komm. Let's go. Wir testen die mal aus. So, hier drüben ist noch irgendwas, was wir uns angucken können. Jo. Abfang. Diese Abfangmission. Die sind in meinen Augen, ja, bringt die eigentlich nichts außer EP. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich die noch machen soll. Also Schatzsuche auf jeden Fall nicht. Das habe ich ja schon so oder so nicht gemacht. Gut. Nach da oben können wir da irgendwo abspringen. Also. Ja, wir könnten hier abspringen. Das machen wir auch. Und werden dann diese Mission da gleich in der Nähe machen. Gut, also. Wohin? Stoppkarte. Nach links. Okay, wir müssen also hier oben drauf. Nice. Und hier ist es recht neblig. Und wir sollen jetzt hier die roten Antennen nehmen. Und dann gucken wir mal hier unser neues Gewehr. Ist es hier Feind oder lieb? Also hier scheint lieb zu sein. Hier ist noch eine Urne, die nehme ich dann natürlich mit. Bist du denn hier einzigen? Ein Segen? Das ist doch ein Segen. Ja, da hinten ist ein Feind. Danny, alles gut bei dir? Ja, bin beim Turm am Café Tasso. Warum? Denkst ein bisschen gestresst? Ein Kumpel von mir kennt jemanden, der Telefonnummern auf der Straße verkauft. Er meinte, Marquesa hat einem die Eier abgeschnitten, weil er ohne Genehmigung der Kulturministerin ein Mural gemacht hat. Hm, kriegst du kalte Füße? Ach, Quatsch. Marquesa kann mich mal. Aber wenn sie mich holen kommt, dann passt du auf meine Eier auf, okay? Okay, wie schon Graffiti. Dann passe ich auf deine Eier auf. Erstmal muss ich auf meine Eier aufpassen, Kumpel.
Expedition. Muss ich jetzt hier irgendwie raufkommen, ne? Das wird, glaube ich, wieder so ein Parcours-Ding, wenn ich mich nicht recht entsinne. Hier rauf. Alle hepp. Komm ich da jetzt nicht rauf? Doch. Klettern. Darauf. Warte mal. Ah, da ist ein Kletterhaken. Komme ich denn hier? Ja. Da kann ich rauf. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh Mann. Ich hab's wieder verkackt. Nochmal das Ganze. Kann ich nicht hier auch gleich mit dem Kletterhaken rauf? Nee, geht nicht. Also ich möchte jetzt hier gerne rauf, danke. Ach, machen wir doch erstmal das hier, oder? So. Den BZ90 haben wir bekommen. Ach, der Binger! Der Binger! Mistviecher. Wieso der Mistviecher? Kumpel? Warte mal. Hallo. Kokolles, ich hasse Falken. Das Ding ist, wie komme ich jetzt hier? Ah. Das wird das Signal verstärken. Bleiben noch zwei. Gott, wohin sind, wo sind die nächsten? Hier. Da ist noch einer. Machen wir auf jeden Fall den Wingsuit. Oh nein, jetzt landen wir direkt vor dem Transporter, oder was? Du siehst mich nicht. Ach nee, ist gar kein feindlicher Transporter. Und hier unten. Alter, was ist das denn? Ist hier unten irgendwie das Hauptlager? Eine Karte? Was ist das? Okay, scheint auf jeden Fall ein großer und wichtiger Punkt zu sein hier. Oh, sieht schon wie, wie ein Palast aus, ne? Also hier scheinen hochrangige Leute zu leben. Da kommen bestimmt auch irgendwo hin. Aber nicht jetzt, die haben nichts Besseres zu tun. Alter Schwede. Die greifen irgendwelche wilden Hühner Menschen an. Gut. Da ist der nächste Mastturm. Ich glaube, es ist schlau, wenn wir erstmal hier raufgehen, oder? Das nenne ich Improvisation. Okay, Bicho. Was hast du markiert? Gefunden, Arschloch! Bicho. Gefunden, Arschloch! Oh, da wird Improvisation zur Kunstform erhoben. Sie haben das Stromnetz angezapft, aber eine ihrer Schaltungen ist durchgebrochen. Nein! Das unterbricht die Stromzufuhr zu einer... Nein, ich hab's verkackt! Und finde sie, por favor! Oh. Einen blauen Graffiti bis zum Kontrollraum da oben. Meine Fresse. Aber das hatte ich noch nie aufgehalten. Jetzt muss ich hier echt wieder alles raufsteigen. Ja. Bisschen hier rauf. Kann ich jetzt hier nicht raufklettern? Ist ein bisschen schade, hier rauf. Hier rauf. Hierauf kann ich doch auch. Ist verschlossen. Okay, von dieser Seite kann ich nicht rein. Ich muss mir die Kabel da oben ansehen.
Welche Kabel? Die hier drinne? Aber ich brauche hier einen Schlüssel irgendwie. Das Ding ist, wo finde ich den? Hier nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Warte mal. Jetzt. Nice. Teil nehmen wir mit. Muni auffüllen. Da ist der Fehler. Reparieren. Und dann sollte es doch wieder laufen, oder? Esperanza, mach dich bereit für Radio Libertad. Noch ein Ton, dann kann Radio Libertad loslegen. Gut, ein fehlt noch. Und zwar hier hinten. Da komme ich nicht rauf, okay. Was soll ich denn sonst noch anfangen? Okay, wie viel setze ich auf Emmas Bus? Was willst du hier? Hau ab! Ich hätte gerne das Auto. Lady? Aus dem Weg, danke. Oh Mann. Es war doch klar, dass ich den Sprung nicht schaffe, ne? Naja, dann laufen wir zu Fuß. Das Spiel will es so. Ich beuge mich des Spielen. Was spielt's mir denn? Hat sich gerade so angehört, als wäre da jemand umgefahren worden. So. Slide Cancel ist da. Oh, da höre ich eine Waffe. Funkspruch. Eine Waffe. Ich kann gar nicht mehr reden. Da höre ich eine Waffe. Ist das weg? Okay, Bicho. Was hast du für mich markiert? Harbinger. Die Soldaten stehen ihren Weg. Was hat er? Hey, ich finde raus, was das war. Hier muss ich vorsichtig sein. Nichts zu schützen. Das ist die Frage, wie viele jetzt hier noch sind. Hallo? Ja. Sollten jetzt alle gewesen sein, oder? Yes. Ich glaube, das waren alle. Dann haben wir jetzt hier noch irgendeine Kiste, Munition beziehungsweise. Das ist ja immer diese Munitionskiste. Und dann könnten wir theoretisch jetzt hier rein, ne? Ist auch nicht verschlossen. Interagieren. Let's go. Die Antenne hat's geschafft. Geschafft. Alles klar, Bicho. Radio Libertad kann auf Sendung gehen. Hallo. Ich kann dich nicht so richtig hören, Picho. Gut, also es wird irgendein Signal hier blockiert. Das werden wir uns dann in die nächste Folge kümmern. Ich komme hier nicht rein. Ist halt die Frage. Ja, da geht auf jeden Fall irgendwie kein Weg rein. Ob das jetzt so wichtig ist, sei mal dahingestellt. Ob wir da jetzt unbedingt rein müssen. Meistens sind es eben nur Waffenskins, die es da gibt. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Die war doch heute relativ
erfolgreich. Und wir müssen da jetzt zum Gipfel 600 Meter entfernt. Ja, lasst gerne eine Bewertung da auf das Video. Und dann würde ich sagen, starte ich die Folge, wenn wir da sind. Bis dann. Ciao.